So, ich drücke Start in 3, 2, 1, los. Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Retrosucht. Diesmal mit dem Spiel Echo the Dolphin, welches wieder für das Sega Mega Drive erschienen war. Es wurde damals von Sega America gepublished und von Nova Trade entwickelt. Es gab auch mal eine Version für Dreamcast. Da sollte die Musik sehr herausragend sein. Ich bin mal gespannt, ob das bei dieser Version auch der Fall ist. Wir drücken Start in 3, 2, 1. Ach, ich kann schon den Delfin steuern. Also gibt es kein Intro. B schießt er so nach vorne. Oh. Was habe ich getan? Naja. Dann trage ich mal meinen Namen ein. Schwimmt er auch schneller. Just charge small fish to feed and gain strength. Charge, meine damit essen. Sing to the shelled ones and they will heal your wounds. Also auf A stoße ich diese Schallwellen aus und dann kann ich wohl mit anderen Delfinen reden. Ja. Okay, was kann ich jetzt mit den kleinen Fischen machen? Thanks. The marks on your head looks like stars in the sky. Du bist ja nett. Irgendwie kann ich mit den Fischen nichts machen. Schwimmen wir erst noch ein Stückchen weiter. Gibt Steine? Kann ich die verschieben? Nein. Wenn ich Start drücke, kriege ich diese Balken angezeigt. Ja, mein Zeichen sieht wie ein Stern aus. Schön. Ja, und das ist jetzt Sinn und Zweck. Oh, Leute. Grafisch ist es ja ganz hübsch. Nur den Sinn habe ich gerade nicht so ganz verstanden. Da geht es wirklich nur darum, hier rumzuschwimmen. Ich frage mich, ob das gerade ruckelt. Hier komme ich doch nicht durch.
Ich muss irgendwas mit diesen kleinen Fischen machen. Jetzt macht mir das natürlich auch keiner mehr. Und anfangen wir dafür. How high in the sky can you fly? Das ist toll. Bringt mir auch nicht viel. Echo, if you breathe air, why do we live beneath the waves? Das ist eine gute Frage. Vielleicht leben Delfine unter Wasser, weil sie keine Füße haben. Ich kapiere es gerade nicht. Tut mir leid. Wieder das gleiche. Dann hier auch links hin. Das bringt es jetzt ja auch nicht. Ich kapiere es nicht. Naja. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was der Sinn dieses Spiels ist. Vielleicht habe ich es einfach nicht gefunden, nicht verstanden oder sonst was. Ich hoffe, in der nächsten Folge Retrosucht suche ich mir ein Spiel aus, was leichter verständlich ist. Und was für mich auch einen Sinn hat, es zu spielen. Also, die Musik, naja, ist halt Mega Drive, da kann man nicht viel erwarten. War zwar ganz stimmig, ist stimmig. Grafisch hat es mir auch gut gefallen, aber was bringt mir Grafik ohne Gameplay? Naja, bis zum nächsten Mal.